Ja, ich bin der Josef Grabmeier, bin aus Wolnzach. Wir haben da einen Biobauernhof, seit 1989 Bio. Und seit 2018 haben wir den übernommen quasi und führen den quasi jetzt weiter. Die Landwirtschaft zu gehen, war bei mir gleich nach der Schule schon festgelegt im Endeffekt. Also da war es für mich schon klar, dass ich im Endeffekt was Selbstständiges machen will, wo ich dann selber auch was gestalten kann und wo ich auch den Nutzen für mich und für andere daraus ziehen kann. Also ich bin im Ökolandbau aufgewachsen, also ich bin 88 geboren, 89 sind wir auf Bio umgestiegen. Also es hat für mich eigentlich so nie andere Landwirtschaft gegeben. Und ich muss jetzt auch sagen, wenn ich das jetzt im Nachhinein vergleiche, was andere machen und wie wir es mir machen, muss ich sagen, war das absolut die richtige Entscheidung, dass man da im Bio umgestiegen ist damals schon. Bei uns ist Bio natürlich bevorzugt, muss man ganz klar sagen. Oder halt dann halt auch im Supermarkt Bioprodukte hauptsächlich. Oder aus dem eigenen Garten. Oder aus dem eigenen Garten. Ich bin Tanja, ich bin 31, komme ursprünglich nicht aus Bayern, sondern aus dem Rheinland raus. Bin aber jetzt schon eine Zeit lang hier und somit auch dann hier auf dem Hof gelandet und bin gelernte Bankkauffrau. Ich sehe, was ich am Tag geschafft habe, weil das nicht nur in dem Fall in fiktiven Zahlen irgendwo steht. Ich kann Kunden auf eine andere Art und Weise eine Freude machen, indem ich denen ein super Produkt biete. Also mir war das nie bewusst, was an diesem Bio, was da dahinter ist, weil man denkt, ja gut, Mai ist halt ein Bio-Ei, aber was dafür alles gemacht werden muss. Die wollen ja auch ein bisschen beschäftigt werden, die Hühner. Und das muss wieder irgendwie ein bisschen Beschäftigung mit Körner geben und Kartoffeln. Und wie sich auch dann die Hühner an gewisse Sachen gewöhnen. Und wo man dann sagt, okay, das muss halt dann auch so passieren. Hätte ich nie gedacht, wenn man denkt sich, ja, das ist halt ein Huhn. Da sind sie dann doch sehr anspruchsvoll. Wenn ich einem Mensch sage, es geht jetzt nicht, dann akzeptiert das wahrscheinlicher wie wahrscheinlich ein Huhn. Dann sagt, gut, dann lege ich halt kein Ei mehr. Dann haben wir halt ein Problem. Also wir wollen das schon auch mit Tieren leben und ja, Tiere gehören einfach mit dazu. Das sind gute Freunde. Also das ist jetzt nicht der Hund, der einfach mitlacht, sondern der ist einfach immer mit dabei, der ist mit auf dem Kanapee. Das ist eine abwechslungsreiche Arbeit. Wir können ein bisschen spinnen, wenn wir wollen. Blockhaus bauen. So gefällt es mir. Auch mit den Jungen und mit der Laura und so. Wenn ich die ein bisschen verzehren darf, das passt mir. Also die Bierhennen sind für mich, denke ich, schon mit der entscheidender Faktor, dass man die Legehennenhaltung in bäuerlicher Hand hat. 30 Bauern sind wir jetzt. Und da ist das, jeder macht andere Erfahrungen mit den Tieren. Und es sind auch nicht alle Hühner immer gleich und man kann sich da super austauschen untereinander. Das war halt einfach schon immer so, Biohennen waren wir schon immer mit dabei und immer auch viel engagiert. Das ist ja so und dem werde ich auch treu bleiben, weil das funktioniert super und die Gemeinschaft passt und auch der Gedanke hinter den Biohennen, für den bin ich, da stehe ich dahinter. Ja, ich kann vor Ort bei einem Bauern, dem ich quasi überall begegnen kann, also der nicht so fremd und nicht so fern ist. Und da kann ich einkaufen, sei es entweder über die Biohennen oder direkt ab Hof oder sonstige Möglichkeiten. Man wird sich wieder bewusst, woher kommen meine Lebensmittel, wo kaufe ich ein. Und dass man da dann einfach seinen Beitrag leistet, indem man sagt, ich unterstütze die, die vor Ort sind. Ich denke, jeder soll sich einfach wieder bewusst sein bei den Nahrungsmitteln, was er einkauft. Die Nahrung ist einfach das, was uns am Leben hält und das ist das Entscheidende. Das bringt es auf den Punkt, ja. Ich denke, dass ich nicht zu viel verkehrt gemacht habe. Das ist auch schon was.